Moin, herzlich willkommen zur weiteren Folge LS22 Stiefenboden. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen Mist verteilt auf der 48, damit das alles einmal genügend ist. Und haben Sämaschine plus Striegel verkauft. Beziehungsweise einen neuen Striegel gekauft. Haben so ein bisschen Plus gemacht im Geld, weil die Sämaschine verkauft. Und haben einen größeren Striegel jetzt. So, jetzt tun wir einmal den Miststreuer wieder wegbringen. Warte mal, da brauche ich den einen aussteigen. Miststreuer, was? So, dann macht das Gewicht vorne noch zu. Natürlich ganz wichtig, klar. Gut, jetzt fährt er zum Händler. Sehr schön. Der Titellader steht hier noch mit auf dem Feld rum. Denn die Holländer genauso, aber der Holländer schafft ja auch, beziehungsweise ist das Saatgut leer. Da fällt mir jetzt ein, was wir machen könnten jetzt noch. Ich guck mal kurz, ob Tier und Produktion alles läuft. Da müsste eigentlich. Man könnte mal ein bisschen Saatgut holen. Das ist ganz wichtig, weil das Big Bag da vorne ist das letzte. Ich weiß nicht, wie viel da noch drin ist. Weil zum Gemüseanbauen brauchen wir ja nicht viel. Aber trotzdem könnte man einfach wieder ein bisschen Saatgut gebrauchen. Da sind jetzt noch 890 Liter drin. Gut, sehr zum Ansehen, jetzt reicht es auf jeden Fall noch, aber trotzdem könnte man da mal wieder was gebrauchen. Dann könnte man dann einmal den Titellader nehmen und graben und einmal zum Händler runterfahren. Um da mal ein bisschen was mitzunehmen wieder. Beziehungsweise könnte man mal gucken, was der Preis von der Milch macht. Der war die ganze Zeit nicht ganz schlecht. Und ich hatte da keine Zeit gehabt zu verkaufen. Weil halt alle Maschinen im Einsatz waren. Jetzt haben wir theoretisch wieder ein, zwei freie Maschinen. So. Und Abfahrt. Gut. Nein. Einmal in den B-Truck. Nein, anheben bitte. Weil du musst jetzt noch auf der 44 weitermachen mit Unkraut bekämpfen. Und dann auf der 48 unten. Weil wir hier noch ein bisschen einen Korb bekommen haben. Der hat seine Arbeit umsonst gemacht, oder? Und Kraut klein. Oh Gott. Warte mal, wenn ich ihn jetzt senke. Hier drüber fahren. Mache ich das Unkraut nicht weg. Wenn ich mit dem Traktor drüber fahre, mache ich es weg. Kann mir das jetzt jemand erklären, was hier das Problem ist? Okay, hier, dass es hier stellenweise schon zu groß ist, ist okay. Verstehe ich. Ist kein Problem für mich. Mit drüben kann das noch komplett bekämpfen. Okay, warum ist bei den Kartoffeln vorne das nicht mehr weggeht, ist komisch. Sieh, was ist komisch? Das ist scheiße vor allem. Warte mal. Wer bin ich schon vorgefahren hier? Oh Gott, das war. Tuk, dann mach ich halt mal weiter. So, Helfer rein. Was steht denn hier jetzt beim Unkraut? Striegel. Aber was ist denn das Unkraut? Hacke. Aber wie hätte ich denn das Unkraut bekämpfen sollen, bitte? Der könnte aber in der ersten Wachstumsstufe jetzt. Zweite Wachstumsstufe schon. Logischerweise, weil sie schon einmal gewachsen sind, aber. Siehst du das Wort Hacke? Jetzt bin ich in der Farbe, was eine Hacke ist. bin ich irgendwie blöd?
Wünsche. Ah. Das ist eine Hacke. Kann es sein, dass man die bei Kartoffeln sowieso braucht? Also Striegel, nur mit drei Pflanzen. Das kannst du dann mit Gras ansehen. Kleines und mittleres Unkraut. Das heißt jetzt entweder muss ich jetzt für 2600 Euro eine Hacke mieten, um das Unkraut bei den Kartoffeln zu entfernen. Oder ich miete mir eine Feldspritze, die logischerweise etwas teurer sein müsste. Ja gut, 1700 ist nicht unbedingt, aber ich brauche halt die Herbizide. Okay. Gut, zum Glück ist er in der 100 Grad unten. Der hat schon die, meine ich. Dann nehmen wir halt eine Hacke mit. Das ist eine Ausgabe, mit der ich gar nicht gerechnet habe, aber... Dankeschön. 50 Euro. Okay. Also. Ach, für die 5. Mein Gott, 2 Euro. Aber trotzdem. Mein Gott. Aber kann sein, dass man bei Kartoffeln halt immer die Hacke braucht. Weil ich habe die Kartoffeln ja angesät. Hab ja vorher Unkraut bekämpft. Und dann kam direkt wieder Unkraut, was ich jetzt mit der Hacke bekämpfen muss. Das ist eine Hacke. Kann jetzt kleines und mittleres Unkraut. Okay. Können wir das Ding einmal schon bieten? Na gut. Bleibt nichts anderes übrig. Einmal alles dran. Leistung dürfte auch genug haben. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Gut, dann fahren wir dann einmal schnell zum Kartoffelfeld hoch. Ich hoffe mal nicht, dass der in der Hölle dann schon blockiert wird gerade. Ne, der fährt auf jeden Fall noch. Ne, okay. Ach, warte mal, der MP. Der MP-Tag fährt ja auch auf dem Feld, warte mal. Ja, wir müssen gleich mal gucken. Noch machen sie keine Probleme gegenseitig. Okay. Gut, dann kannst du mal da vorne starten bei dem Kartoffelfeld. Müsste man bei der Hacke noch irgendwas beachten? Nö. Wird erst Striegel betitelt, okay. So, aber damit müsste das jetzt eigentlich gehen. Richtig? Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, perfekt. Dann kann man das Stück Load auch noch machen dann. Okay. Naja, gut. Und da unten geht es im normalen Striegel noch. Alles klar. Gut. Kommen wir jetzt in die Pappeln ein? Das weiß auch keiner. Egal. Nehmen wir erstmal den Tiltlader jetzt. Und den Anhänger. Dürfte ja kein Mist mehr irgendwo drin sein. Können wir den Anhänger wieder hinstellen, wo er stand. Machen wir meine Tiltlader-Schaufel noch ein bisschen sauber. Dann würde ich sagen, holen wir mal Saatgut, oder? Ja, eigentlich schon. Könnte man so machen. Ja, die werden sich gleich gegenseitig blockieren. Naja, gut. Dann muss ich auch kurz den Betrag halt weiterschicken und dann geht es schon. Gut, der macht seine Arbeit. Perfekt. Weil ich vermute mal, dass man das bei Kartoffeln halt allgemein machen muss mit der Hacke. Ich habe da wenig Plan von. Ich kenne halt nur Striegel und Ding. Die Hacke hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dass es die gibt. War natürlich erstmal verwundert, was wollen die jetzt mit einer Hacke. Aber okay. Problem gelöst. Nur noch mal ein bisschen Geld ausgegeben. Naja, wenn es sein muss.
sieht drüben jetzt aus? Ah, wird blockiert, okay. Vier Dinger. Mit Hackschützen haben wir hier jetzt noch 21.000 Liter, weil ich denke, meine nächste Folge wahrscheinlich werden wir dann mal wieder Hackschützen machen. Warte mal kurz. Hier war der Helfer raus. Ja, es wäre jetzt schlauer gewesen für mich, wenn ich, was will denn nicht rückwärts fahren? Oh, immer dasselbe Problem. Hat doch mal! New Holland, Alter. So, ist das für den MP-Trag mal kurz. Hier weitermachen, wollte ich gerade sagen. Da würde ich keine Spur finden. Dass da schon alles glatt gefahren ist. Okay, dann lass ihn hier gerade mal weitermachen und dann gucken wir mal, was er von sich aus macht. Weiter. Der macht, der macht. Perfekt. So, Tedelader. Mal kurz die Schaufel sauber machen. Danke, Sly. Hätte ich eben drauf achten können. Ne, warte, ich saß ja gar nicht drin, also von daher. Hätte ich dir auch nicht drauf achten können. Da. Ja, weil der Strick lieber dann gleich sagen würde, nee, ist blöd und so, weil. Wahrscheinlich hat er halt jetzt schon dir eine andere Fahrspurbreite als der Miststreuer. Und von daher. Haben die jetzt halt. Komplette Spuren gemacht, also komplette Dinger gemacht, wo kein Unkraut mehr ist. Ist natürlich zum einen natürlich schön, nur dass der Helfer jetzt sagt, hier ist kein Unkraut, ich mache nicht mehr weiter. Das ist wiederum ein bisschen schlecht, weil da noch Unkraut ist. Die werden sich gleich gegenseitig blockieren, etwas. Das sehen wir dann gleich. Vielleicht werden sie sich auch einig. Ich glaube es zwar nicht. Egal. Schön, den Ding mal ein bisschen sauber hier. Ja. Blockieren sie sich gegenseitig. Das Gute ist, die verbrauchen dabei wenigstens nichts. Hier sind Düngersteuer oder so. Deswegen können sie mal ganz kurz warten. Okay. Warte. Einfach raus, einmal kurz zusammenklappen bitte. War der Motor ist aus. Okay, dann drück mal Helfer. Ne, warte. Helfer nicht anschauen. Was würde ein Helfer jetzt eigentlich machen, wenn ich jetzt Saatgut drin hätte? Würde der wahrscheinlich ansehen, oder? Ja, das wäre halt schlecht. Deshalb bin ich mal gespannt, was er jetzt da vorne treibt gleich. Irgendwie sagt, hier gibt es keine Arbeit mehr oder. Ja, das. Ja, mach mal du weiter, wie du denkst, und dann sind wir weiter. Und das Auto müssen wir auch gerade mal aus dem Weg fahren hier endlich. Beziehungsweise können wir das auch mal in die Waschanlage. Bei Wasser brauchen wir jetzt auch keins mehr gerade. Gülle ist alles fertig. Fast steht wieder. Genau, wegen der will ich mal nicht auch noch gucken. Da habe ich gerade gefühlt wieder keine Maschine frei. Eieieiei. Mein Gott. Jetzt sind gerade alle drei Maschinen da unterwegs, gell? Ja. Zwei Stück bekämpfen Unkraut. Und der New Holland sieht immer noch an. Ja, gut. Perfekt, Auto glänzt wieder. Gottes Willen. War, nein. War ein bisschen zu weit zurück. Weiter ein bisschen vor. Okay. Okay, dann können wir den Tillader schnappen. Ballwagen haben wir noch einen, gell? Ja. Den kleinen da vorne.
Kann man denn schon meine mitnehmen gerade? Dann brauchen wir einmal den Big Bag Lifter. Weil wir ja Big Bags brauchen. Können wir mal gucken, ob wir noch irgendwelche Big Bags brauchen, aber eigentlich. Ist nur Saatgut, weil Hühnerfutter habe ich noch genug. Drüben liegt noch Getreide. Und sonst gibt es eigentlich nichts, oder? Also mal gucken nochmal nach, klar, aber. Ich wüsste jetzt nichts, was ich irgendwie brauche. Schweinefutter brauche ich dann in großen Massen wieder. Nehmen wir dann einen Anhänger mit. Okay. Stimmt, der LKW haben wir noch frei. Warte mal. Der kann noch Milch verkaufen. Oder nicht? Schon. Kann sogar recht schnell unterwegs eigentlich. Dann gucken wir da mal kurz. Wir haben jetzt 8600 Liter Milch. Was sagen denn theoretisch die Preise? Das ist alles. Naja. So, Eier, Milch und Milchfutter. Ja, Milchfutter verkaufe ich aber noch. Eier und Milch. 3100. 24. Ja, könnten wir eigentlich verkaufen. Großer Verkaufsautomat. Ist der in der Stadt bei der Feuerwehr, gell? Ne, eine Tankstelle. Ach, das ist der eine Tankstelle. Genau. Gut, und da haben wir Milch. 1565 Mehrzweckverkaufsautomat. 1600 Februar. Ja gut, aber die Milch ist langsam voll, deswegen. Also was? Mehrzweckverkaufsautomat. Das ist dann der bei der Feuerwehr, richtig? Jo, alles klar. Dann kann der Tiller da mal kurz zum Händler fahren. Das dürfte der ja eigentlich hinkriegen. Hoffe ich mal. Gut, der zählt an. Der bearbeitet sein Unkraut irgendwie. Gut, ein bisschen nacharbeiten muss ich dann. Gut, und dann schiebt man den gerade aufs nächste Kartoffelfeld und dann ist der auch gleich fertig. Sehr gut. Okay, alles im Kraut weg. Ja, da hinten muss er noch ein bisschen nacharbeiten und dann da unten auch noch. Okay, kriegen wir aber alles. Vorher brauchen wir mal einen LKW jetzt. Doch, Milchfass haben wir. Ich wollte gerade überlegen, haben wir überhaupt Milchfass? Ja doch. Normalerweise sollte vorne. Das Dach ist etwas zu tief für ein LKW. Zurück. Vorne beim Düngerstreuer sollte eigentlich ein Milchfass stehen. So. Da fahren wir jetzt auch noch zu. Hier drüben hingehen zum Aufmachen. Das geht aber recht schnell auf. Zumindest schneller als die anderen Tore. Pappeln. Gute Frage, welche Wachstumsstufe die sind. Könnten wir gleich mal nachgucken, wenn wir dran denken. Zur Hölle macht der Skorpion. Also der Tiller. Wieso hat der jetzt einmal. Oh, das ist doch. Nicht zu glauben, was die manchmal machen, ey. Echt. Okay, Milchfass ist voll. Also fahren wir jetzt einmal. Warte mal. Das andere waren ja Eier. Milch war in der Stadt drüben direkt. Genau. Fahren wir da aber schnell selber hin, weil das uns geblitzt wird. Gut, er steht nur auf 55, was er fahren darf, aber trotzdem. Na gut, dann kann man eigentlich auch losschicken. Er ist aber kein Verkaufsboot mehr gestellt, gell. Aber die 5 Meter geht man schnell selber hin. Auf. Da ist lang rummachen. Bin ich auch schon 10 Mal hingefahren. Der MB-Trag sagt, er ist fertig. Das müssen wir gleich ein bisschen nacharbeiten noch.
Machen wir gleich. So, der Klaas macht eine Weltreise wieder. Und da habe ich nicht vorher gesagt, komm, mach was du willst. Sondern habe mich explizit in Richtung 37 geschickt. Also die Richtung, wo ich auch gerade fahre. Und ich bin schon gleich an meinem Ziel angekommen. Jetzt ist nur aufpassen, wo der Blitzer steht. Weil ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die Dinger zwar immer mal platziert, aber. Gut. Okay. Dann rangieren wir da einmal hin. Gibt man das wieder so schön hin wie mit dem Case damals, oder? Na, ist okay. Geht mal. Geht eh nicht alles rein. Gut. 3000 Euro verkaufte Milch. Nächster Preis ist 1500. Marktstand Bäckerei. Okay. Gut, dann fahren wir da mal weiter. Sieht zwar, glaube ich, etwas ulkig aus, wenn ich da jetzt am Marktstand mit einem riesen Milchfass ankomme. Aber gut, ich habe ja nichts anderes zu transportieren. Beziehungsweise muss ich jetzt hier irgendwie. Gottes Willen. Stell denn auch da einen Baum hin? Ja, hub mich nicht voll. Lass mich vorbei. Achtung, Leute. Ich habe hier eine große Milchlieferung. Nein, wo häng ich? Ich hänge mir fast hinten am Baum. Nein. Danke. So, moin, guten Tag. Ich bringe frische Milch. Natürlich ein Riesen. Alter! Scheiß Kiste da vorne. Schön mit großen LKW in einem Riesenfass. Na gut, das Fass geht noch größer. Ich kann auch einen Sattelauflieger kaufen. Also. Ah, jetzt können wir abgehen. Auch nochmal 3000 Euro. Warum nicht? Gut, der nächste Ding ist dann 1200 Distributs. Ne, Bauernmarkt vorher. Eieiei. Nochmal 6 Euro mehr. Beim Bauernmarkt. Der ist unten Richtung Tankstelle. Ja. Genau. Dann stehen wir hier einmal wieder raus. Vielleicht sollte ich nächstes Mal doch einfach die Einfahrt nehmen. Das ist, glaube ich, einfacher. Steht kein Baum im Weg oder so. Was kostet Fahrzeuge? Also ja, ist okay. Aber bitte nächstes Mal nicht mehr machen. Reparatur? Nein. Tanken ist okay, aber nicht reparieren. Egal, nächstes Mal weiß es besser. Vielleicht ist er deswegen auch diesen riesen Umweg gefahren. Keine Ahnung. Eieiei. So, da stellen wir den Gap mal so hin. Können wir dann wahrscheinlich nächste Folge dann das Hardcore aufladen. Dann müssen wir jetzt mit New Holland wieder. Einmal wieder Sackgut auffüllen. Der John Deere ist, glaube ich, auch gleich fertig. Dann kann der den Striegel wieder zurückbringen. Und der MB-Truck dürfte auch fertig sein. Beziehungsweise John Deere muss noch ein bisschen nacharbeiten. Müssen wir aber machen, weil der das, glaube ich, sonst nicht checkt. Aber ihr könnt auch schon mal gerne ein Like und ein Abo da lassen. Wenn es euch gefallen hat und nichts weiteres verpassen wollt. Ich rangiere hier jetzt gerade mal noch rum. Ja, da ist seine letzte Bahn jetzt, sehr gut. Und ich glaube auch beim MP-Tag muss ich ein bisschen nacharbeiten, gell? Ja. Ja, ja, da ist überall noch ein bisschen was. Und hier und da und tralala. Naja, Unkraut halt immer. Das ist halt das Problem, dass ich halt mit den Traktoren jetzt umgekehrt platt fahre. Und dann haben die Helfer dann die Problemchen zu sehen, wo noch Unkraut ist. Obwohl das ja absolut keinen Sinn macht. Warum die das nicht gescheit sehen, aber ist halt so.
So, aber vorher nehme ich einen LKW und fahre schnell zum Baumarkt runter. Dann kann man den LKW nämlich wieder nach Hause schicken. Da kann er nämlich seine Weltreise machen, wie er will. Gut, da sind wir da wieder angekommen, um die restliche Milch abzuliefern. Was haben wir? 6000 hat man plus gemacht. Jetzt machen wir noch ein bisschen was plus hier. Auch nochmal 5000 Euro. Dann sind wir bei 11.000 Euro plus für Milch. Nicht schlecht. Lässt sich sehen. Kann sich sehen lassen. So haben wir es. Gut, der ist hier dann. Dann schnappe ich mir einmal erstmal den John Deere. Weil der Striegel ist gemietet. Das ist teurer, wenn der länger da bleibt. Und dann gucke ich mal nächste Folge, wo noch ein Gold ist. Und es noch bekämpfen. Ich bedanke mich hier schon mal fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns gerne nächste Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Also bis dann. Tschüss.